Ja, dann will ich jetzt mal versuchen, in ungefähr 20 Minuten darzustellen, wie es denn zu GV6CE gekommen ist und warum und wie die Perspektiven so sind. Also einfach nochmal kurz, um zu erwähnen, was eigentlich GV6 ist, der spezifische Hintergrund dafür. Das ist ja damals, das wird schon seit vielen Jahren gefördert von der Regionalregierung in Valencia in Spanien und von der EU mit Infrastrukturmitteln. Und zwar sehr großzügige Mittel. Also ist schon ein zweistelliger Millionenbetrag, der da reingeflossen ist in all den Jahren. Und es ging im Prinzip für die Regionalregierung damals darum, die GIS-Plattform, Datenbankplattform und diese ganzen Geschichten komplett auf Open Source umzustellen. Also eigentlich ein sehr erfreulicher Ansatz. Und dieses GV6 ist aber im Prinzip so ein bisschen zurechtgeschnitten worden damals, direkt auf die Anforderungen dort in Valencia. Also wenn man es zum ersten Mal benutzt, dann merkt man halt, da sind sehr viele Anleihen an ArcView 3, sehr viele Anleihen an AutoCAD und so weiter, weil das eben genau dem entspricht, was zum Beispiel die Mitarbeiter im Katasteramt da in Valencia gewöhnt waren. Und dann hat man das entsprechend so auch gestaltet. Und es ist eben eine Java-Software, ja, mit all den Vor- und Nachteilen, die das dann eben mit sich bringt. Es ist ein sehr stark modulares System auch. Aber es ist eben, es war zumindest bis so etwa 2008, 2009 im Grunde genommen die beste vollständige Alternative zu ArcView. Ja? Also man konnte wirklich sagen, wer ArcView nicht mehr haben will, nimmt einfach GV6. Das war von der Funktionalität her, seit Jahren schon von der Funktionalität her ziemlich auf dem Stand von ArcView 3. Ja, was ist jetzt die GV6 Community Edition? Also es ist ein sogenannter ein Fork von GV6, weiterhin unter der GPL natürlich. Das heißt, wir haben unser eigenes Repositorium, SVN-Repositorium mit unserer eigenen Version des Quellcodes, die vom GV6CE-Projekt weiterentwickelt wird. Es ist ein Versuch, die Entwicklung von GV6 offener zu machen. Das Problem an diesem GV6-Projekt war eben, dass es erst einige Jahre, nachdem man in Valencia intern schon entwickelt hatte, ein Geschäftsmodell aufgebaut hatte, Hierarchien aufgebaut hatte, ist es dann als Open-Source-Projekt an die Öffentlichkeit gegangen und da war es praktisch schon ein fertiges Projekt, ja? An dem sich nicht mehr viel von außen machen ließ im Prinzip. Es wurde einem so vorgesetzt und dann durfte man zum Beispiel mal einen Bugfix über die Mailingliste schicken oder so, aber mehr war für externe Programmierer im Prinzip nicht drin. Und das war also sehr frustrierend für viele und deshalb also dieser Versuch, die Entwicklung eben offener zu machen. Es ist eine neue Sammlung von Internetressourcen zur Entwicklung der Software, also die Standardgeschichten, eben Wiki, Bugtracker und so weiter und so fort. Und es ist aber vor allen Dingen auch ein Bündel aus Software. GV6 mit der Bibliothek Sextante für die Geoprozessierung, Geodatenprozessierung. Und Sextante kann ja dann wiederum auf GrassGIS, SagaGIS und jetzt auch R-Module zugreifen. Und wir haben damit also ein Paket von etwa 800 Geoprozessierungsfunktionen, die wir so ausliefern, alles in einem, auch ohne Installationsroutine, also so eine Portable-Software. Und genau, da stecken wir also viel Zeit und Energie rein, damit das auch wirklich gut läuft. Und hier habe ich mal versucht, so ein bisschen darzustellen, wie die Entwicklung dann verlaufen ist. Es ist ja auch nicht mehr ganz einfach, so im Überblick zu behalten. Das Diagramm ist auch nicht vollständig, aber damit man das mal so halbwegs nachvollziehen kann. Also etwa im Jahr 2007, die Entwicklung geht natürlich viel weiter zurück als 2007. Aber vieles davon liegt eben, wenn man nicht so gut Spanisch versteht, ziemlich im Verborgenen. Und das war so der Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, so in die Entwicklung. Deshalb fange ich hier mit 2007 an. Das war damals die Version GV6 1.1.2 und das war eigentlich eine ganz passable Software, der aber der gesamte Feinschliff fehlte. Also da gab es lustige Sachen. Man sagt ja, das kommt mir Spanisch vor, das trifft bei der Software wirklich zu, weil die war halt zum Teil immer noch komplett auf Spanisch. Selbst wenn man die mal auf Englisch oder Deutsch eingestellt hatte, kriegte man immer noch eine spanische Fehlermeldung in die Ohren geschlagen und so weiter und so fort. Und ich habe damals bei einer britischen Firma gearbeitet, die wollten gern von ArcGIS weg auf eine Open-Source-Plattform und GV6 war das, was im Prinzip den Anforderungen am besten entsprach. Aber wie gesagt, das war alles noch so ein bisschen Rohfassung
und dann haben wir da viel Zeit und Energie reingesteckt, um das zu verbessern. Sehr lustig war auch, das ist ja ein komplett modulares System und da werden beim Programmstart lauter Module nachgeladen. Nur leider hat sich nie jemand darum gekümmert, mal die Ladereihenfolge auch festzulegen. Und so, dass dann zum Beispiel bei jedem Programmstart die Menüreihenfolgen mal unterschiedlich waren. Und so, der eine hatte das Hilfemenü rechts, der andere links und so. Je nachdem. Also es war verrückt, ja. Und da haben wir also dann sehr viel Zeit investiert, um das ein bisschen zu polieren und so. Diese Version ist dann auch ganz erfolgreich gelaufen bei OA. Die haben immerhin 400 oder 500 Mitarbeiter gehabt, auch viele GIS-Arbeitsplätze. Aber die ist funktional eben einfach noch nicht umfangreich genug für viele Aufgaben. So, und dann kam irgendwann Ende 2008 dieses GVSIG 1.9 und der Plan war immer, es gibt jetzt noch 1.9 und dann kommt 2.0. Und 2.0 sollte halt eine komplett neue Codebasis bekommen, Refaktorisierung nennt man das. Man hat gesagt, die Architektur der Version 1, die ist am Ende, wir müssen mal hier Tabula Rasa machen und das alles neu aufbauen. Ist ja auch tatsächlich so, an den Punkt kommt man immer früher oder später bei jedem größeren Softwareprojekt, hat man sich gesagt, jetzt noch 1.9, dann machen wir 2.0. So sah das aus. So. Nun hat es aber alles nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Das Problem war, dass GVSIG 1.9 ist eine funktional sehr vollständige Software, wunderbar, also wirklich sehr, sehr umfangreich. Aber sie hatte einige wirklich brutale Fehler drin und einige davon so schlimm, dass es einem wirklich die Daten zerhackt hat. Also es gab dann also einen famosen Bug, der hat also dazu geführt, dass wenn man Attributdaten bearbeitet hat, nach dem Speichern die falschen Daten in der falschen Reihenfolge abgespeichert wurden und so. Und das waren also furchtbare Dinge. Und die konnte man, produktiv konnte man diese Software nicht einsetzen. Das ging einfach nicht. Ja. Und naja, nun saßen die Anwender zwischen zwei Stühlen. Einerseits diese Version 2.0, die sie bis heute also nicht so ganz materialisiert hat, ja, deshalb hier auch so halbtransparent dargestellt, oder die 1.9, die einem die Daten zerstört hat, oder die 1.1.2, die nicht genug Funktionalität hatte. Also für den Anwender eine blöde Situation. Ja. Und natürlich auch für jemanden, der versucht, Open-Source-Software irgendwo einzuführen, eine ganz schlechte Ausgangslage. Deshalb haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir diese 1.9, die ja eigentlich eine gute Software ist, und machen dasselbe wieder, dasselbe Spielchen. Diese, produzieren dann eine neue Version, wo wir die gröbsten Fehler bereinigen und so weiter und so fort. Die war dann auch sehr erfolgreich. Das ist bis heute auch eine wirklich gute Software. Kann man auch nach wie vor laden, von der Homepage runterladen. Und das hat ganz gut funktioniert, außer dass natürlich den Leuten in Valencia das Blut gekocht hat. Weil das Problem war immer, dass die Entwicklung in Valencia im Prinzip war erst das Geschäftsmodell und dann die Softwareentwicklung. Ja? Also die haben praktisch den Karren und den Ochsen andersrum zusammengespannt, als man das normalerweise machen würde in einem Open-Source-Projekt. Erst die Software und dann ökonomische Modelle drumherum bauen. Und die haben sich eben gestört gefühlt, ja? In ihrem Geschäftsmodell durch diese Konkurrenz hier einfach. Ne? Und dann gab es also schon ziemlich böses Blut und das ging alles in eine etwas unschöne Richtung, die ganze Entwicklung. Aber im Endeffekt haben die Leute alle diese GVSIG-ORDE runtergeladen und benutzt, denn es war die einzige Version, die als Anwender, wo alle Funktionen drin waren und die haben die Daten nicht zerhackt gleichzeitig. Ja. So. Und dieser Druck hat dann dazu geführt, dass man in Valencia reagiert hat und dann doch noch eine 1.10 nachgeschoben hat und wieder investiert hat in diese Version 1.10. So und so. Ja. Und bis heute wird diese Version deshalb weitergeführt, was eine sehr gute Entscheidung war in Valencia. Ja. Das geht also jetzt weiter mit 1.11, die ist schon draußen, 1.12 und so weiter. So. Naja, nun kennt man auch die ökonomische Lage in Großbritannien mittlerweile, ist auch nicht so schön. Es gab also dann auch keine Ressourcen mehr, die GVSIG-ORDE dort weiterzuführen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann war eben die Idee mit diesem GVSIG-CE-Projekt, die Leute zusammen, die eben auch nicht so glücklich waren mit der Art und Weise, wie man da in Valencia gearbeitet hat und die gerne auch die ganzen Verbesserungen und so weiter, die in der OADE drin waren, auch weiter fortführen wollten. Und so ist das dann eben entstanden als Fork. Ja? Also im Prinzip haben wir diesen Codestand genommen, mit diesem hier verschmolzen und auf der Basis geht es jetzt weiter. Ja? Und das ist also so, wenn die hier weiterentwickeln in die Richtung GVSIG 1.12 und so, dann fließen die ganzen Fehlerbereinigungen und so auch immer in unser SVN mit rein. Und so soll sich das dann weiterentwickeln. Währenddessen hat es von GVSIG 2.0 auch schon eine Alpha 5 Version oder sowas gegeben. Aber man weiß nicht so recht, wann sich das dann wirklich materialisieren wird. Ja? So. Ja, nochmal kurz die Motivationen für den Start von GVSIG CE.
Also einerseits waren da die eigentlich sehr positiven Erfahrungen mit dieser GVSYC-OADE. Also wir haben hervorragenden Rücklauf gekriegt von Anwendern in der ganzen Welt. Die waren alle begeistert davon, dass diese sehr gute Software jetzt eben sozusagen wirklich nutzbar geworden war. Die wurde auf allen möglichen Feldern wurde die eingesetzt. Also, und wir haben wirklich in der Mehrzahl sehr, sehr positive Rückmeldungen gekriegt damit. Wir haben gesagt, wenn das so gut gelaufen ist, dann sollten wir das in irgendeiner Art und Weise fortführen. Das war also der erste Grund, irgendwie weiterzumachen. Und dann wollten wir uns alle endlich mal wieder wie ein Open-Source-Projekt fühlen. Also ich versuche ja auch selbst immer so ein bisschen auszublenden. Also so ein Open-Source-Projekt ist eben ein großes soziales Experiment auch irgendwie immer. Ja? Ich persönlich versuche das auch immer so ein bisschen auszublenden. Aber es hilft nichts, man kommt nicht drum rum. Es ist einfach, man muss die Leute motivieren. Die Leute müssen Spaß an der Entwicklung haben, die müssen sich eingebunden fühlen. Sonst läuft so ein Open-Source-Projekt genau so lange, wie die Finanzierung auf die eine oder andere Weise sichergestellt ist. Wenn die dann nämlich ausläuft und die Leute haben keine sonstigen Motivationen mehr, dann war es das. Ja? Und genau das ist eben auch das Problem jetzt in Valencia. Wer die Nachrichten so mitverfolgt, weiß, dass Valencia die größte Pro-Kopf-Verschuldung in ganz Spanien aufweist zu diesem Zeitpunkt. Die sind also finanziell trockengelegt. Ja? Und es hat recht dramatische Auswirkungen auf dieses GVSYC-Projekt eben auch in Valencia. Diesen Fehler wollten wir nicht machen. Ja? Dann war eben die langfristige Perspektive für Sextante, was ein wunderbares Projekt ist, von Victor Olaya, der ein wirklich unheimlich talentierter und produktiver Programmierer ist. Und das war so positiv, was dabei rausgekommen ist in diesem Sextante-Projekt, dass wir gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir die in einen größeren Rahmen einbinden. Denn auch bei denen war das Problem, dass die Finanzierung jetzt so langsam ausläuft. Ja? Und da haben wir gesagt, dann brauchen wir eine neue Basis für die, wo sie sich einbinden können und wo das dann weiterlaufen gehen kann, wo die langfristige Perspektive gesichert ist. Ja? Und dann natürlich, wie erwähnt, die eher negative Prognose für den Standort Valencia. Also wir wollten es nicht riskieren, dass diese ganze Code-Basis dann praktisch dann irgendwann dort auf den Servern dann da vor sich hin vegetiert und dann, ja. So. Also das, was das Projekt jetzt zum momentanen Zeitpunkt auszeichnet, ist eben eine sehr enge Verknüpfung mit Sextante. Wie gesagt, 800 Geoprozessierungsfunktionen oder so. Also es ist ein sehr gutes Beispiel für Synergieeffekte, die man in GIS-Projekten schaffen kann, wenn man eben offen genug ist. Ja. Sextante hat praktisch damals auf einen Schlag erstmal 250 Module oder so beigetragen. Dann kam diese GRASS-GIS-Anbindung, da kamen nochmal 200 Module. Dann kam SAGA-GIS, da kamen nochmal irgendwie 150 oder so. Und jetzt kommen noch die R-Module und so geht das dann Schlag auf Schlag. Die Dynamik von so einer Open-Source-Entwicklung, die geht halt... Ja. Und diese enge Verknüpfung ist für uns unheimlich wichtig. Wir haben also auch gemeinsame Ressourcen, der Bug-Tracker und so weiter und so fort. Und Sextante GIS wird jetzt direkt auf Grundlage von GVSYC.CE entwickelt. Sextante lässt sich ja im Prinzip in verschiedene GIS einbinden, unter anderem sogar ArcGIS. Aber das Problem ist, dass ja auch irgendjemand diese ganzen Schnittstellen immer weiterführen und warten muss. Und dafür sind die Ressourcen nicht wirklich da. Und deshalb ist jetzt der Fokus auf GVSYC.CE und Sextante. Ja. Und ich denke, es ist keine allzu gewagte Prognose zu sagen, dass in vielleicht 6 bis 12 Monaten GVSYC.CE die einzige Plattform sein wird, die noch aktuelle Sextante-Versionen benutzbar vorhalten wird. Okay, die Erkenntnisse aus der bisherigen Entwicklung. Das ist ja immer eine große Lernerfahrung für alle Beteiligten. Es gibt kein singuläres ökonomisches Modell für freie und Open Source Software, das ist ganz wichtig. In Valencia ist man damals ja sehr, ich will fast sagen, arrogant aufgetreten, da man diese Millionen von Fördermitteln im Rücken hatte und gesagt, wir haben jetzt eine neue Art von Open Source erfunden mit einem ökonomischen Modell, was zum ersten Mal funktioniert. Das kann man jetzt wohl abhaken. Ja. Wie gesagt, wichtiger ist, die Software im Blick zu behalten und dann eine ökonomische Diversität zu entwickeln, sodass, wenn eine Förderquelle ausläuft, eine andere irgendwie weiter sprudelt. Die sozialen Dynamiken soll man nie unterschätzen. Es kann ganz schnell gehen, ein, zwei E-Mails und dann hat man einen Entwickler weniger im Projekt.
weil der vergrault worden ist. Ja? Hierarchien vermeiden, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. In einer idealen Welt sollte es gar keine Hierarchien geben. Ganz vermeiden lassen die sich nicht, aber man muss schon verdammt vorsichtig sein damit. Und Vorsicht ist auch bei Berufsprogrammierern geboten. Die sind natürlich sehr produktiv, die sind aber auch nicht unbedingt loyal und sie haben oft eine ganz andere Kultur. Und ich denke, es liegt in der Verantwortung der Projektleiter, wenn man jemanden dafür bezahlt, an einem Open-Source-Projekt zu arbeiten, dann muss man ihn vorher so ein bisschen sozusagen, ein bisschen sozialisieren im Sinne eines Open-Source-Projekts und schauen, dass er da keinen Schaden anrichtet in der Hinsicht. Ja. Denn wenn der dann weg ist, wird der Schaden eventuell bleiben. Ja. Das ist also gut, ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber das vielleicht in der Kaffeepause, wenn es jemand interessiert. Und gute Software ist das ultimative Ziel. Klar, es ist alles wichtig, Dokumentation ist wichtig, Software zu verbreiten, dafür zu sorgen, dass sie auch benutzt wird, ist alles sehr, sehr wichtig. Aber das Wichtigste ist die gute Software. Ohne die kann man eigentlich alles andere vergessen. Und gerade bei GVSIG ist da meiner Meinung nach sehr viel investiert worden in die ganzen Nebenschauplätze. Ja. Und man lieber vielleicht noch ein bisschen mehr an die Programmierer hätte investieren sollen. Einmal ein Fork, immer ein Fork ist auch wichtig. Also das ist klar, man sollte so eine Entscheidung nicht leichtfertig treffen. Also wenn man das wirklich machen will, sich absplitten, dann sollte man sich im Klaren sein, dass das dann auch so bleibt. Ja? Man muss sich da gar keine Illusionen machen, dass das irgendwann wieder zusammengeht. Natürlich kann man sich immer weiterhin austauschen. Der Quellcode ist ja in Valencia und auch bei uns im Repositorium mit einer detaillierten Historie. Kann also jeder schauen, sind da Bugfixes eingearbeitet worden, will ich die auch übernehmen, gut. Aber das wieder komplett zusammenzuführen und miteinander zu verflechten, das ist so problematisch und so aufwendig, dass das einfach nicht passieren wird. Ja? Okay, jetzt vielleicht zum Schluss noch unsere Entwicklungsziele für die 1.0-Version von GVSIG CE. Wir haben ja jetzt so eine Version draußen, die wir Technical Preview genannt haben. Bis Ende 2012 wollen wir eigentlich vor allen Dingen 64-Bit-Versionen noch endlich mal rausbringen. Ja. Das Ganze harmonisieren auf Basis von OpenJDK 1.7, damit wir nicht mehr diese Probleme haben mit den unterschiedlichen Java-Versionen auf macOS 10 und so weiter. Endlich das Update auf GDAL OGR 1.9, da gibt es so ein paar Probleme mit den Rasterdatentreibern momentan. Die neuen Funktionen von GVSIG 1.12 einarbeiten. Ganz besonders wichtig die neuen Funktionalitäten für CAT-ähnliche Dateneditierung. Und dann Sextanter 1.0 mit aktuellem Grassager und R. Ja. Einige Verbesserungen am GUI, da gibt es so ein paar Sachen, die einfach die Leute schon seit 10 Jahren nerven, die man mal angehen müsste. Und die Behebung einiger kritischer Fehler. Also insgesamt sind es, glaube ich, relativ bescheidene Funktionen, aber wir haben Ziele, aber ich denke, die sind auch realistisch. Ja. Bis Ende des Jahres und dann hat man eigentlich eine sehr gut nutzbare Software. Okay, hier nochmal gerade die wichtigsten Links. Und das ist alles vollkommen offen. Also wer mal irgendwie ein Ticket in den Bugtracker stellen muss, möchte oder so, kann sich einfach selber dort anmelden, Benutzerkonto erstellen und das auch tun. Genauso sieht es auf dem Wiki aus. Der Source Code steht auf SourceForge. Was, ja, es hat seine Nachteile, aber es ist eben komplett kostenlos und man kann auf SourceForge eben eine komplette Infrastruktur aufbauen. Das ist halt der große Vorteil. Ja? Also ein Wiki dort installieren, einen Bugtracker dort installieren, wie man lustig ist. Das ist eben auf anderen kostenlosen Plattformen nicht unbedingt möglich. Und das war es eigentlich auch schon. Ich zeige vielleicht nochmal ganz kurz, eine Minute nur, kurz, wie unsere aktuelle Version gerade aussieht. So, jetzt haben wir halt einen grünen Hintergrund, auch gut. Und man sieht hier, wer das GVSIG noch nie offen hatte, also ein besonderes Merkmal ist eben, dass man so einen Projektmanager hat, in dem man unterschiedliche Datensichten auch in unterschiedlichen Bezugssystemen haben kann, was eben eine sehr große Stärke von dem System ist. Es hat eben sehr ausführliche Funktionalitäten, habe ich ja schon gesagt, für die Symbologie und auch für das Labeling ist es, denke ich mal, wenn man sich das hier nochmal gerade so anguckt, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ins Detail zu gehen, aber es ist alles, also die Funktionalität ist umfangreicher als bei jedem anderen Open-Source-Desktop-GIS momentan, denke ich.
Es hat auch einen wunderbaren Editor für Kartenlayout. Man kann so viele Kartenlayouts, wie man haben möchte, hier anlegen. Man kann, ja, zack, mal kurz eine Datensicht rein. So, und jetzt haben wir, das ist der alte Windows-Bug. Moment, das kriegen wir gleich hin. Achso, Moment, ich hab's gleich. Trick 17, ja. Also, ja, wir haben ein Problem mit den OpenGL-Grafikkartentreibern in Windows, aber das ist okay. Das, so, kurz hier die Sextante-Toolbox. Hier sieht man jetzt also 817 Algorithmen, die sind hier alle so in Gruppen eingetragen. Die kommen aus GRASS, die kommen aus SagaGIS, die kommen zum Teil auch aus Sextante selbst. Und dann kann man die eben, wer zum Beispiel die ARC-Toolbox gewöhnt ist oder so von ArcGIS, genauso hier, ja, stehen diese ganzen Tools dann zur Verfügung. Es ist eine extrem umfangreiche Software, ich könnte den Rest des Nachmittags damit verbringen, die ganzen Features zu zeigen, nur mal für einen schnellen Eindruck. Und ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ja, herzlichen Dank.